Und heute zeige ich euch, wie ich aus diesem alten Altgehäuse dieses Awesomeness Gehäuse gemacht habe. So, und dann beginnen wir eben mit dem optischen Tuning. Hier musste ich mein Gehäuse eben komplett zerlegen. Ja, und hier habe ich dann das Fenster eingezeichnet, was sich nachher ausstellt mit der Flex hier. Der wurde einfach der Kragen abgeschnitten. Hier sieht man auch schön, dass schon die Platte da liegt im Bild, die danach auch eingesetzt wird. Dann wurden die Teile lackiert in unserer provisorischen Werkstatt im Jugendhaus und ja, alles schon schön angeschliffen, muss man natürlich auch machen. Schon mal die erste Schicht drüber genebelt. Lackiert wurde das Ganze von einem guten Kumpel, den man hier im Bild sieht, den Inuyasha, den kennt ihr ja schon Videos. Da ist der hübsche Typ mit seiner Spraydose. Und ja, da mussten wir den Drachen, den hier, einfach mal ausschneiden aus mit einem Cutter. Das war eine Sauarbeit, damit wir da am Ende dieses Logo drauf bekommen von MSI. Ja, am Ende, wie ihr seht, war das dann so, sah echt geil aus, aber eben falsch rum. Ja, muss man neu machen. Hier schon mal der lackierte Rahmen mit dem ausgeschnittenen. Hier die Oberplatte hat ein paar Dellen, weil ich nicht mehr draufgestellt habe. Boah, bleiben aber drin. Und hier schon mal das fertige Gehäuse. Das Gehäuseteil vorne, die Front habe ich auch lackiert. Ja, hier sieht man die Plastikteile, die ich dann gleich noch lasern werde. Dann folge ich gleich ein Video. Dazu bin ich still. Ja, ich habe das Ganze ein wenig beschleunigt, damit ihr seht, wie es funktioniert. Hier ist meine kleine Pflanze, die in unserem Jugendhaus wächst. Ja, so, und hier ist dann der fertig gelaserte Drache, der dann gleich vorne eingesetzt wird in die Front. Hier sieht man das auch gut. Ja, dann wird nochmal hier der Drache gelasert. Da habe ich ein ganz großes Stück rausgeschnitten, weil das einfach viel zu lange dauert. Und hier ist er dann schon fertig, fast, und es wird rausgenommen und im nächsten Bild auch gleich eingesetzt. Ja, hier wird der Rahmen für den Sicht, für das Sichtfenster geschnitten, damit man meine fehlenden Flex-Skills ausbessern kann. Hier habe ich dann mit doppelseitigem Klebeband einen Grund gemacht, Grundklebefläche, und hier der Rahmen wird zusammengefügt mit extrem festklebendem Klebeband, was in der Industrie gut verwendet wird. Hier ist dann das fertige Gehäusedeckel. Finde ich echt gelungen. Dann die Front nochmal, das fertig lackierte Gehäuse. Dann habe ich eine Front bei meiner Freundin. Ja, habe ich bekommen, habe ich dann dran gemacht. Das Silber hat mir noch nicht ganz gefallen, weshalb ich dann hier das mit einem Edding einfach rot gemacht habe. Oben sieht man auch so eine kleine LED in rot, hier sieht man sie besser. Das leuchtet so. So sieht der PC jetzt am Ende aus. Jetzt kommen wir zum technischen Modding. Da ist ganz schön viel drauf, da könnt ihr einfach Stopp drücken am besten. Hier, das ist die Hardware, die einfach mal schön aufgelistet. Natürlich alles Themen. Orientiert an MSI, dem rot-schwarzen Mainboard. Hier sieht man super den Drachen. Ich finde das einfach klasse, dass das so viele Details bietet. Hier die CPU bzw. die APU. Über nähere Informationen, dann das Netzteil vom Alt. Ja, über nähere Informationen zu der Hardware könnt ihr einfach lesen bei der Spezifikationenliste. So, jetzt mal ganz fix. Könnt ihr auch Stopp drücken, wenn ihr möchtet. Ein super Headset, kann ich nur empfehlen. Die Tastatur ist auch super, bietet saumäßig viele Funktionen von Speedlink, und hier die Maus. Die ist auch super von Speedlink, kann man auch programmieren und so. Dann mein sauteurer USB-3-Stick und zu allerletzt ein Bildschirm von Asus. Das war's mit dem Video. Tschüss.